Hallöchen, ihr Lieben, zu Tag Nummer 5. Ja, wir haben jetzt schon über die Hälfte geschafft und wenn euch der Muskelkater ärgert, dann seid stolz drauf, denn ihr werdet immer stärker, ihr Süßen. Und ich würde sagen, wir reden gar nicht lange, wir gehen direkt in unsere Trainingsposition. Come on. So, du begibst dich mit deinem Popo auf deinen Bosu-Ball und du senkst dich hinten ein wenig weiter ab. Du kannst, wenn du möchtest, die Kurzhantel mit dazu nehmen, musst du aber nicht. Und nun senken wir im Wechsel das rechte Bein ab und das linke Bein ab und versuchen uns dabei die ganze Zeit auszubalancieren und wir versuchen den Kopf tendenziell ein wenig zu heben. Okay, wer jetzt noch ein bisschen mehr möchte, nimmt die Arme dazu und streckt. Okay, geht in die Streckung. Das Ganze 3 mal 10. Los geht's und 10, 9. Schöne Übung für die geraden Bauchmuskeln. Come on. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Schön strecken die Beine nach unten hin. 1. Die nächsten 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und die letzten 10. Lächeln. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und der letzte. Super, nächste Übung. Komm hoch. Bei der nächsten Übung kannst du die Hand kurz zur Seite legen und schieb dein Brustball weiter nach vorne an das Kopfende deiner Matte. Und nun wird ein bisschen mehr Kraft und Ausdauer gefragt, denn wir gehen in die Plank Position, Side Plank Position und rotieren. Nonstop. Komm in die Mitte. Hoch. Wechsel. Hoch. Wechsel. Hoch. Wechsel. Okay. 3 mal 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3, 2 und der letzte. Nochmal. 10, 9. Mach das schön langsam und kontrolliert. Noch 7. Noch 6. 5. 4, 3, 2, 1. Okay, kurze Pause für 10 Sekunden. Auch ich, ihr Lieben, finde das echt anstrengend. Kurze Pause. Lockert euch vor allem die Ellbogen. Okay. Und ausatmen. Füllt den Körper mit Sauerstoff. Und begib dich mental wieder auf die Matte und jetzt auch physisch. Okay, und die letzten 10. 9. 8. 7. 6. Komm. Noch 5. Fast geschafft. Noch 4. Yes. Letzten 2 und der letzte. Puh. Das war heavy. Letzte Übung für heute von unserem Mai. Wir drehen den Dorsiball auf den Bauch. Okay. Ja, jetzt wird es wieder ein bisschen hart. Okay. Jetzt unsere Frog Jumps.
gehst in den weiten Plank und kommst zurück. 3 mal 10. Und 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und jetzt. Und noch. 3, 2, 1, die letzten 10. Komm schon, 10. Mit Kraft. 9. Mit Kraft. 8, 7, 6, fast geschafft. Noch 5. Komm on. 4, 3, 2 und der letzte. Genieße es. Der letzte. So, jetzt bin auch ich geschafft und ich sage schönen Feierabend euch. Und dann sehen wir uns morgen wieder zu Tag Nummer 6 schon. Und ja, folge mir auf Instagram, dann seht ihr auch, was es zu verlosen gibt. Tschüss, bis morgen, 18 Uhr. Eure Linda, ich gehe jetzt duschen.